Musik. Musik ist mein Leben. Wie wär's mit einer schönen kleinen Überlandpartie? Oh, geht's, Papa? Oh, was schaut's, Fräulein Marie? Da komme ich ja gerade zur rechten Zeit. Und schaut's, was ich da hab. Was denn? Unseren Tourneeplan durch Salzkammergut. Badgastein, Hofgastein, Ischl, Gmunden, Aussee, St. Wolfgang, St. Wolfgang. Im heutigen Kaffeehaus in Dübling, da drinnen bleibt die Zeit stehen. Und das ist so schön. Unsere Textkommune für unseren geliebten, genialen Kaffeehauskomponisten ist komplett. Franz, heute bist du dabei. Also bitte, Kaffeehauskomponist, mich so zu nennen. Bitte, kann sich keiner was drunter vorstellen. Natürlich komponiere ich meine Lieder nicht mit Kaffeehaus. Ich höre den Namen auch zum ersten Mal. Wer nennt dich denn so? Das ist fast 20 Jahre her. Der großartigste Kaffeehausliterat, Peter Altenberg von Wien, hat unseren Freund Hermann einmal Kaffeehauskomponist genannt. Ja. A Dirndl und a Steirer Gwand, Toll-Ton-Ro, die wandern täglich übers Land, Toll-Ton-Ro, Dirndl singen ans Gitter, und im gleichen Schritt und Tritt, die Bäuschen am Wiesel und die Hutzen rollen. Juden ist im Bereich der Polizeidirektion Salzburg das öffentliche Tragen von alpenländischen Trachten wie Lederhosen, Jotten, Dirndlkleidern, weißen Wadenstutzen, Tirolerhüten und so weiter verboten? Übertretungen werden mit Geldstrafen oder Arrest bis zu 2 Wochen bestraft? Alles, was einmal zu schön war, viel zu schön war bei uns in Wien. Alles, was einmal zu gut war, viel zu gut war bei uns in Wien. Ich muss noch zu einer gesunden Untersuchung aufs amerikanische Konsulat. Das ist in 10 Tagen. Herr, wie lange haben wir diese Wohnung verlassen? Es sind erst 4 Tage, oder Herz? Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Und was zu schön ist, das kann heute nicht bestehen. Und was den Leuten zu geht, so wird's aufs Eis vielleicht tanzen gehen. Alles weiß einmal so schön war, viel zu schön war bei uns in Wien. Herr Leopoldi. Herr Heimann! Ach, schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich sag's Ihnen gleich, ich war gestern im Nelson Theater. Sie waren der Hit. So ein Programm hat Berlin noch nie gesehen. Sie machen mir direkt verlegen. Da rutscht sich wieder kaum. Vorwärts, geh was an. Schön ist so ein liebes Spiel, das ist erhält und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Robert! Da schau her, der Herr Gilbert bei uns in Wien. Hey, küss die Hand. Hermann, was für ein Zufall. Gerade eben lese ich in der Wiener Zeitung. Wiener Kurier am 11. September 1947. Wie einst der liebe Augustin aus der Pestgrube, so ist Hermann Leopoldi aus der Katastrophe der letzten Jahre heil hervorgegangen. The child is trapped and has seen better days, but that doesn't matter at all. The night clouds are very much brighter, but hearts here are many times lighter. There is a little cafe down the street. It has no name, but just the same, that's where we meet.
da genügen zwei Hocker allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in der Nacht kann man das Herz hinauf bis zum Holz und im Zweifel hinter sich dort unbewohnt drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge. Hermann Leopoldi? Ja, das bin ich. Kommen Sie mit zu einer Auskunft auf das Polizeikommissariat Landstraße. In einem kleinen Café in der Neuss spielt's Grammophon mit leisem Ton an English Voice. Dort genügen zwei Mucker allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in der Neuss klopft manches Herzerl hinauf bis zum Hals und gehen zwei Verliebte sich dort Rendezvous, drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu.